Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Die Europäische Union nimmt im außenpolitischen Bericht einen zentralen Raum ein. Und auch Sie, Herr Bundesminister, haben sich in den letzten Tagen zur Reform der Union geäußert. Und ich halte es für dringend notwendig, dass im kommenden Jahr auch diese Reform der Europäischen Union begonnen wird, weil die Institutionen der Union in ihrer gesamten Breite vollkommen versagt haben. Und es kann nicht so sein, wie das Wolkenkuckucksheim, das uns die Kolleginnen und Kollegen der NEOS hier vormachen. Meine Damen und Herren, Sie wissen Sie, Herr Kollege Strolz, der Präsident der Kommission ist schon in der Beurteilung der realen Lage weiter als die Kolleginnen und Kollegen der NEOS. Er erkennt bereits, dass die Europäische Union, wenn es keine Änderungen gibt, am Abgrund steht. Sie sind noch nicht so weit, Sie werden das aber noch lernen müssen. Meine Damen und Herren, zur Reform der Union gehört auch der Aufbau eines wirkungsvollen gemeinsamen außen- und sicherheitspolitischen Konzeptes. Und das fällt der Europäischen Union. Die Europäische Union ist verpflichtet, die Außengrenze zu sichern. Diese Aufgabe haben die Mitgliedsländer treuhänderisch in die Hände der Institutionen der Europäischen Union gelegt. Und diese treuhänderische Verpflichtung ist nicht erfüllt worden. Deshalb haben wir hier auch in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vermehrt und konsequente sicherheitspolitische Maßnahmen zu verlangen. Und der Herr Kollege Chapp hat es schon angedeutet, die neue Administration in den USA wird sich vielleicht zum Segen für Europa auswirken. Wir wissen nämlich nicht, in welche Richtung sich die NATO entwickeln wird. Entweder wird sie zerbrechen, indem der transatlantische Partner wegbricht, oder sie wird vermehrt zu einem Instrument aggressiver US-Außenpolitik werden. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht kann dieser Konflikt und diese Krise dazu beitragen, dass die europäischen Länder endlich erwachsen werden. Endlich erwachsen werden und sich darauf besinnen, dass sie eine eigene Außenpolitik zu betreiben haben und eine Äquidistanz zwischen den USA und Russland die richtige Linie ist für Europa und nicht sich hier einseitig an das Gängelband der USA legen zu lassen. Wir haben das ja schmerzhaft erlebt in den Sanktionen gegen Russland, die uns ja heute auch noch wirtschaftspolitisch schädigen. Herr Bundesminister, in diesen Bereichen ermuntere ich Sie, tätig zu werden im Rat. Und Sie haben ja im Rat schon Charakter gezeigt in Bezug auf die Resolution zur Türkei. Und ich möchte Sie als Freiheitlicher ermuntern, noch mehr Charakter zu zeigen, auch in Bezug auf den Aufbau einer neuen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben ja die Strukturen dazu schon im Rahmen der sogenannten Battlegroups. Nur wurde das mit faulen Ausreden nicht eingesetzt. Wir haben schon die Möglichkeit, nach Beschluss des Europäischen Rates auch militärische Kräfte im europäischen Sinne einzusetzen. Das wurde nicht gemacht. Wir haben deshalb auch die Forderung zu erheben, dass Streitkräfte auf europäischer Ebene natürlich mobil gemacht werden können. Diese europäische Armee kann aber nicht eine europäische Berufsarmee sein, die unter dem zentralistischen Kommando einer zentralistischen EU steht, sondern das muss vom Willen der Mitgliedsländer getragen werden. Und der Beitrag österreichischer Soldaten, der muss immer hier in Wien beschlossen werden. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Beschlüsse, die defensive Maßnahmen betreffen, in Bezug auf die Sicherung der Europäischen Union, in Bezug auf die Sicherung der Außengrenze, in Bezug auf das Sicherstellen, dass wir nicht weiterhin bedroht werden von einer illegalen Massenzuwanderung, aber auch von Terrorismus. Solche Beschlüsse sind selbstverständlich auch von unserer Seite, von Seiten der Freiheitlichen, zu unterstützen. Wir brauchen aber um diese... Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf ORF3 können Sie die Debatte zum Außenpolitischen Bericht 2015 weiter mitverfolgen. ORF2 muss sich nun aus der Live-Übertragung ausklinken. Hier kommt wie immer die Zeit im Bild. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Tag. Politik zu betreiben, die von den Menschen Europas getragen wird, dann werden auch solche Beschlüsse in Bezug auf die Sicherung der Außengrenze möglich sein. Aber das passiert nicht. Das ist die Problematik der Europäischen Union, und wir haben dazu beizutragen, dass sich die Union dramatisch ändert und dass die Union auch vor allem ihre wichtigsten Aufgaben erfüllt, und dazu zählt vor allem die Sicherung der Außengrenze. Wenn Europa, meine Damen und Herren, und dessen müssen wir uns im Klaren sein, wenn Europa nicht zur Festung wird, dann wird es zur Ruine werden. Wir sollten das nicht zulassen.
Herr Klobobmann, Dr.